Oh, was ist denn hier los? Ja, irgendwas stimmt nicht. Schau mal, alle Ampeln stehen die ganze Zeit auf Rot. Es sieht so aus, als wenn sie kaputt sind. Du hast recht, Otto. Sieh mal, Wachtmeister Wachsam steht auf der Straße und regelt den Verkehr. Wie macht er das? Alle kennen seine Zeichensprache. Jeder weiß, wann er anhalten muss und weiter darf, auch ohne Ampel. Da ist schon der Monteur und repariert die Ampel. Er weiß bestimmt genau, was kaputt ist. Die Ampel geht wieder. Tada! Ah, guten Tag, Otto. Guten Tag, Herr Blümchen. Na, da seid ihr ja heute im richtigen Moment hier. Genau, wenn die Ampel ausfällt. Das kommt selten vor. Ich bin immer noch ganz aufgeregt, Herr Wachsam. Die Ampel blieb einfach rot und wollte nicht mehr grün werden. Um sich hier zurechtzufinden, muss man im Straßenverkehr richtig Bescheid wissen. Ja, das stimmt. Und wenn es euch interessiert, kann ich euch gern alles genau zeigen. Oh ja! Prima. Am besten, wir sehen uns die Kreuzung mal genauer an. Hallo, du am Bildschirm. Wenn du Lust hast, komm doch mit. Mit den Knöpfen hier unten kannst du einige Dinge einstellen. Wenn du etwas nicht verstehst oder nicht weißt, was du tun sollst, kannst du hier klicken. Dann erhältst du Hilfe. Das ist der Knopf für die Lautstärke. Hier kannst du mit einem Regler lauter oder leiser stellen. Wenn du hier klickst, öffnet sich ein Buch mit Tipps und Tricks und mit Spielen zum Ausdrucken. Hier kannst du klicken, wenn du nicht mehr weiterspielen willst. Dann wird das Spiel beendet. Ich habe noch nie gemerkt, dass so viele Leute in Neustadt unterwegs sind. Tja, das ist die Hauptverkehrszeit. Die Neustädter kommen jetzt von der Arbeit. Alles funktioniert so gut, obwohl hier so viel los ist. Klar, weil jeder die Verkehrsschilder kennt. Und nicht nur das. Ich weiß, da gibt es noch die Ampeln und die Zebrastreifen. Ja, und wichtige Grundregeln, die man kennen muss. Auch das Wetter. Zum Beispiel, ob es regnet oder ob die Sonne scheint, ob es hell ist oder dunkel, spielt eine Rolle. Komm, wir sehen uns alles an. Nimm einfach deine Maus und such dir etwas, das sich anklicken lässt. Hier geht es erst weiter, wenn du alle grünen Klickpunkte besucht hast. Schau mal, hier ist ein Zara-Streifen. Aber Benjamin, du meinst doch sicher Zebrastreifen. Natürlich Zebrastreifen. Ich habe mich versprochen. Ein Zebrastreifen erinnert mich immer an unsere Zara-Zebra im Zoo. Und was bedeutet es, wenn nun ein Fußgängerüberweg, also ein Zebrastreifen, auf die Straße gemalt ist? Am Zebrastreifen haben Fußgänger Vorrang vor den Autos. Wenn ich hinübergehen will, gebe ich ein Handzeichen. Dann wissen die Autos Bescheid und halten an. Ja, aber ehe du losgehst, musst du schauen, ob alle Autos auch wirklich anhalten. Da fällt mir ein Spruch ein. Den haben wir mal in der Schule gelernt. Willst du über die Straße gehen, musst links, dann rechts, dann links du sehen. Siehst du die Kinder dort? Sie wollen zu dem Bus, der an der Haltestelle wartet. Am Rand findest du verschiedene Muster. Welches davon ist der Zebrastreifen? Klicke ihn an und ziehe ihn auf die Straße an die richtige Stelle, damit die Kinder sicher den Bus erreichen. Das ist richtig. So können die Kinder sicher zum Bus gelangen. Klicke auf den Pfeil, dann gelangen wir wieder auf die Kreuzung. Bunte und wellige Zebrastreifen. Herrlich! Und die Benjamin-Köpfe erst. Hast du die gesehen? Natürlich. Na sowas. Die haben mich ganz in Verlegenheit gebracht. Zebra-Punkte wären auch toll. Aber dicke weiße Streifen kann man auf der Straße nun mal am besten sehen.
Hier geht es erst weiter, wenn du alle grünen Klickpunkte besucht hast. Sieh mal, jetzt leuchtet das grüne Männchen. Alle gehen über die Straße und die Autos warten. Die Fußgänger schauen trotzdem nach rechts und links. Es könnte nämlich sein, dass ein Auto kommt, das die rote Ampel übersieht. Und jetzt leuchtet das rote Männchen. Nun müssen alle Fußgänger stehen bleiben. Die Autos stehen auch. Ihre Ampel ist noch rot, damit die letzten Fußgänger, die losgegangen sind, als das grüne Männchen noch leuchtete, Zeit haben, die Straße zu überqueren. Eine gelbe Ampel heißt Achtung. Die Autofahrer machen sich zum Losfahren bereit. Jetzt dürfen die Autos fahren. So lange, bis wieder die gelbe Ampel leuchtet. Dann heißt es, Achtung, anhalten. Aber frag doch die Ampeln. Sie selbst wissen am besten, was sie zu tun haben. Bei Rot bleibe stehen, bei Grün kannst du gehen. Bei Rot musst du warten, bei Grün kannst du starten. Das merke dir gut und sei auf der Hut. Hallo, du am Bildschirm. Wir sind die Ampeln, die du eben auf der Kreuzung gesehen hast. Klick doch mal auf meine Lichter, dann erzählen sie dir was über sich. Hehehe, wer wird denn da noch über die Straße rennen? Ich habe Halt gesagt. Ich stoppe zwar keine Autos, wie mein großer Freund das rote Licht, aber alles, was da bummelt, läuft und rennt, hat auf der Stelle am Straßenrand stehen zu bleiben. Denn gleich fahren die Autos los. Achtung, Autofahrer, aufgepasst! Und bereit machen zum Weiterfahren! Gleich geht es los. Alle startbereit? Jetzt kommt mein Freund, das grüne Licht. Und los geht's. Alle Autos dürfen fahren. Gute Fahrt. Ja, ich komme gleich. Aber zuerst mal muss die Autoampel rot werden. Vorher lasse ich mich hier nicht blicken. Achtung! Alle anhalten! Gleich kommt das strenge rote Licht. Das versteht keinen Spaß. Wer sich dann noch rührt, für den kann es gefährlich werden. Halt! Alle stehen bleiben. Wenn ich leuchte, rührt sich kein Auto mehr von der Stelle. So, da bin ich. Jetzt könnt ihr losgehen. Die Straße ist frei. Das rote Licht verbietet allen Autos weiterzufahren. Aber schaut trotzdem nach rechts und links, falls ein Auto oder ein Fahrrad besonders frech ist und nicht auf das rote Licht hört. Gut, dass du mich entdeckt hast. Wenn du mich drückst, dann sage ich nämlich sofort meinen Freunden, dem gelben und dem roten Licht Bescheid. Sie sollen die Autos anhalten. Danach sage ich dem grünen Männchen, hey, leuchten, da will jemand über die Straße. Siehst du, jedes unserer Lichter hat eine bestimmte Aufgabe. Du kannst doch mal auf meine Lichter klicken, wenn du willst. Ansonsten kehre zurück zu Benjamin, Otto und dem Wachtmeister, indem du auf den Pfeil unten im Bild klickst. Bei Rot bleibe ich stehen. Bei Grün kannst du gehen. Tolles Lied, Otto. Rot und Grün verwechselt damit keiner mehr. Tada! Willst du es auch lernen? Dann drucke dir das Lied doch aus. Klicke auf den Drucker. Die Kinder haben so schöne, bunte Schulranzen. Die glitzernden Reflektoren, die überall angebracht sind, sehen bei dem einen aus wie Löwen. Und bei dem zweiten sehen sie aus wie Blümchen. Sie sind aber kein Schmuck. Sie leuchten im Dunkeln, besonders wenn sie von den Autos angestrahlt werden. Seht ihr die Streifen an den Jacken und Hosen der Kinder? Ja, weiße Streifen. Und gelbe. Die leuchten im Dunkeln auch. Was meinst du? Sieht man Otto im Dunkeln mit Leuchtstreifen besser? Oder sieht man Benjamin in seiner roten Jacke und ohne Leuchtstreifen besser? Siehst du unten den Mond? Klicke mal mit deiner Maus drauf. Deine Maus
ist jetzt eine Taschenlampe. Nimm sie und leuchte unsere Freunde an. Wir wollen sehen, wie es aussieht, wenn die beiden auf der Straße von einem Autoscheinwerfer angestrahlt werden. Im Dunkeln ist Benjamin kaum zu erkennen. Ein Auto muss erst nah herankommen und ihn direkt anleuchten. Dann kann es passieren, dass es Benjamin zu spät sieht. Otto dagegen leuchtet schon im Dunkeln. Wenn er angestrahlt wird, blinkt und leuchtet er noch mehr. Ein Fahrzeug kann ihn früh genug erkennen. Seht ihr? Otto mit seinen Leuchtstreifen ist viel heller als Benjamin, obwohl Benjamin eine rote Jacke anhat. Benjamin, wir müssen dir nachher gleich ein paar Leuchtstreifen besorgen. Oh ja, und so ein Katzenauge will ich auch haben. Na klar, das kriegst du. Das finde ich prima. Und besonders gut ist es, wenn ihr noch einen Streifen auf Benjamins Mütze klebt. Genau, Herr Wachsam, damit alle im Dunkeln sehen können, wie groß du bist. Tada! Wollen wir was Neues suchen? Dann guck mal, was sich noch anklicken lässt. Hier geht es erst weiter, wenn du alle grünen Klickpunkte besucht hast. Was für eine Menge Schilder! Ja, überall Schilder, Schilder, Schilder. Es gibt viele verschiedene Zeichen. Die meisten sind für Autofahrer. Die Schilder, die du gleich sehen wirst, sind besonders wichtig für dich. Dreieckige Schilder mit einem roten Rand weisen immer auf eine Gefahr hin. Die runden roten Schilder sind Verbotsschilder. Die runden und die eckigen blauen Schilder sind Hinweisschilder. Ein rundes Schild, das rot eingekreist ist, bedeutet immer ein Verbot. Achtung! Auf diesem Weg darf niemand mit dem Fahrrad fahren. Du befindest dich in einer verkehrsberuhigten Straße. Die Kinder dürfen sogar auf der Straße spielen. Autos müssen ganz langsam und vorsichtig fahren. Wer von rechts kommt, hat Vorfahrt oder darf zuerst gehen. Das Schild siehst du, wenn du an eine größere Straße kommst. Fahrzeuge von rechts und links haben Vorfahrt. Du musst warten, bis die Straße frei ist. Diesen Weg dürfen nur Fußgänger benutzen und Kinder auf dem Fahrrad. Aber nur, bis sie 10 Jahre alt sind, weil der Verkehr auf der Straße für sie noch zu gefährlich ist. Hier ist eine Haltestelle für den Bus oder die Straßenbahn. Das rote Schild hat 8 Ecken. In der Mitte steht Stopp drauf. Das heißt, Halt, Vorfahrt beachten. Alle Autos müssen anhalten. Erst wenn die Straße frei ist, dürfen sie weiterfahren. Eigentlich zeigen die weißen Streifen einen Fußgängerüberweg an. Aber alle nennen ihn Zebrastreifen, weil er gestreift ist wie ein Zebra. Am Zebrastreifen haben Fußgänger Vorrang. Du darfst aber trotzdem nicht gleich über die Straße rennen. Schau erst nach links und dann nach rechts und dann wieder nach links, ob die Autos auch wirklich anhalten. Dann darfst du gehen. Die Autos sollten besonders vorsichtig fahren. Denn hier ist eine Schule oder ein Kindergarten in der Nähe, sodass Kinder öfter die Straße überqueren.
Auch wenn das Schild die Fahrzeuge warnt, musst du als Fußgänger natürlich trotzdem aufpassen und alle Verkehrsregeln beachten. Fahrradfahrer und Fußgänger dürfen diesen Weg gemeinsam benutzen. Also gut aufpassen und aufeinander Rücksicht nehmen. Rund und rot, ein Verbot. Wenn ein Fußgänger auf dem Schild rot eingekreist zu sehen ist, darfst du hier nicht langlaufen. Vor dir liegt ein Radweg. Fußgänger, aufgepasst! Der Weg ist nur für Radfahrer da. Nun hast du die wichtigsten Verkehrsschilder kennengelernt. Du kannst die Schilder, die du noch einmal erklärt haben willst, erneut anklicken. Ansonsten klicke auf den Pfeil rechts unten im Bild und lass uns zu Benjamin und Otto auf die Kreuzung zurückkehren. Na, Benjamin, hast du dir alle Schilder gemerkt? Oh, mal sehen. Aber das Spielstraßenschild fand ich am schönsten. Ich auch. Jedem hier fehlt etwas, damit er sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann. Suche am Rand einen Gegenstand aus und ziehe ihn mit deiner Maus auf die richtige Person. Prima! Nun kann Frau Kolumna losfahren. So ein Helm ist auf einem Motorroller im Straßenverkehr Pflicht. So ist es genau richtig. Nun kann das Kind sicher Fahrrad fahren. Richtig. Beim Skaten kann es leicht passieren, dass du hinfällst. Besonders am Anfang, wenn du es noch nicht so gut kannst. Mit Knieschützern bleiben deine Knie heil. Ja, so muss es sein. Im Auto brauchen alle Kinder bis 12 Jahre einen Autositz und sie müssen angeschnallt sein. Genau. Nun wird das Kind auch gut im Dunkeln gesehen. Meinetwegen kannst du eine Kochmütze im Auto aufsetzen. Aber du brauchst etwas anderes, um sicher im Auto zu sein. Sehr gut. An der Tasche hat noch ein Katzenauge gefehlt. Jetzt sind alle richtig und sicher ausgerüstet. Das hast du gut gemacht. Klicke nun unten auf den Pfeil. Dann kehren wir auf die Kreuzung zurück. Sieh mal, da drüben. Die Ampel hat so einen grünen Pfeil. Was bedeutet der denn? Na, dass die Autos bei Rot trotzdem fahren dürfen, wenn sie rechts um die Ecke wollen und die Straße frei ist. Das habe ich in der Verkehrsschule gelernt. Otto, du gehst in 2 Schulen? Nein, so ist das nicht. Die Verkehrsschule ist nicht wie eine richtige Schule. Man lernt dort alles über den Verkehr. Und es gibt einen Garten mit Verkehrsschildern. Da kannst du mit dem Roller langfahren und die Verkehrsregeln üben. Ach so ist das, Otto. Kann ich das nächste Mal mitkommen? Na klar, Benjamin, gern. Was war denn das für ein Geräusch? Das war die Hupe an dem Roller, der dort am Zeitungskiosk steht. Hört doch mal. Ja, es ist ganz schön laut an so einer Kreuzung. Der Lärm setzt sich aus allen Geräuschen zusammen, die jedes einzelne Fahrzeug von sich geben kann. Am besten, wir untersuchen das mal genauer. Ah, deine Maus ist jetzt ein Lautsprecher. Du kannst sie nehmen und damit langsam über alle Dinge im Bild fahren, von denen du wissen willst, was für ein Geräusch sie machen. Wenn deine Maus ein i ist, kannst du klicken, um etwas über die Fahrzeuge und die Verkehrsteilnehmer zu erfahren. Ein Roller ist wie ein Motorrad für Kinder. Er hat 2 Räder, aber er hat keinen Motor. Ja, das ist meine Trillerpfeife. Die pfeift laut, wenn jemand etwas nicht richtig macht im Straßenverkehr. Das ist ein Skater. Er saust auf einem Brett mit Rollen den Bürgersteig entlang.
Das macht Spaß. Sieh mal, ein Fahrrad. Deine Eltern haben bestimmt eins. Aber vielleicht hast du auch schon ein Fahrrad. Ein kleines für Kinder. Oh, ein Auto. Die gibt es in vielen verschiedenen Farben. Bestimmt bist du schon mal in einem Auto mitgefahren. U-Bahnen gibt es in großen Städten. Sie fahren durch lange Tunnel unter den Straßen und Häusern entlang. Die U-Bahnhöfe sind meistens auch unter der Erde. Übrigens, ein Motorrad ist so etwas wie ein Auto mit zwei Rädern. Deshalb können nur zwei Leute mitfahren, nicht fünf. So hört sich die Polizei an, wenn sie es eilig hat. Vielleicht ist ein Unfall passiert. Alle Autos müssen anhalten und kein Fußgänger darf über die Straße gehen, bis das Polizeiauto vorbeigesaust ist. Schau mal, eine Straßenbahn. Das ist so etwas Ähnliches wie eine Eisenbahn, die in der Stadt fährt. Hier hörst du einen Krankenwagen. Alle Autos machen auf der Straße Platz und kein Fußgänger darf über die Straße gehen, auch wenn grün ist. Der Krankenwagen muss schnell durch, denn irgendwo braucht jemand Hilfe. Ein Bus ist ein ganz großes Auto, in dem viele Leute mitfahren können. Tatütata, die Feuerwehr ist da. Wenn du die Sirene hörst, müssen alle Autos an den Rand fahren und anhalten, damit die Feuerwehr schnell vorbei kann. Nichts ist schöner als Fliegen. Mit einem Flugzeug kommt man ganz schnell in andere Länder. Herr Wachtmeister, haben Sie denn auch eine Trillerpfeife? Aber na klar, hier. Oh, so eine möchte ich auch haben. Weißt du was? Ich schenke sie dir. Ich habe noch mehr davon. Hey, toll! Danke, Herr Wachtmeister. Wenn du willst, kannst du sie auch mal ausprobieren. Das ist lieb von dir, Otto. Aber ich brauche gar keine Trillerpfeife. Ich hab doch mein Terrain. Terrain! Als erstes stelle alle richtigen Farben und Symbole ein, die sich auf einer Fußgängerampel und einer Autoampel befinden. Klicke dazu mit deiner Maus in die Lichtkreise und wähle die richtigen Farben und Formen aus. Prima. Genau so muss es aussehen. Das sind die einzigen richtigen Lichter und Symbole, die es bei den Ampeln gibt. Jetzt schalte die Ampeln mal so ein, dass alle Autos stehen bleiben und alle Fußgänger über die Straße gehen können. Bravo! Wie du das kannst! So ist es genau richtig. Und nun stelle die Ampeln so ein, dass die Fußgänger stehen bleiben müssen und die Autos fahren können. Sehr gut! Du bist ja ein richtiger Ampelexperte. Das hast du gut gemacht. Klicke nun unten auf den Pfeil.
Dann kehren wir auf die Kreuzung zurück. Wie lange gibt es eigentlich schon Ampeln, Wachtmeister Wachsam? Tja, ungefähr seit es Autos gibt. Die erste Ampel, die es gab, stand in Berlin auf einem großen Platz. Und wie wurde der Verkehr davor geregelt? Bevor es Autos gab? Gar nicht. Was? Aber es gab doch statt der Autos Pferdekutschen. Und Fahrräder und Fußgänger gab es doch auch schon. Also die mussten eben sehen, wie sie zurechtkamen. Es gab ja nicht mal Verkehrsregeln. Was? Nicht mal Verkehrsregeln? Nein, deshalb passierten viele Unfälle. Oje! Aber als dann die Autos erfunden wurden, ging es ohne Verkehrsregeln nicht mehr. Endlich dachte man sich welche aus. Ich verstehe, weil der Verkehr jetzt viel belebter wurde und Autos schneller fahren als Kutschen. In diesem Bereich kannst du erst kommen, wenn du alle gelben und grünen Klickpunkte besucht hast. In diesem Bild fehlt das richtige Verkehrsschild. Wähle mit deiner Maus das passende am Rand aus, klicke es an. Richtig, hier dürfen alle Fahrrad fahren. Nein, das kann nicht sein. Das sieht aus wie ein Schild aus dem Märchen. Auf einem richtigen Spielstraßenschild befinden sich andere Gegenstände. Erinnerst du dich? Das ist das richtige Schild. Auf dieser Straße kann man spielen. Genau, hier hält der Bus. Ja, dieser Weg ist nur für Fußgänger. Ja, so ein Schild kannst du an einer Baustelle finden. Für Fußgänger ist der Weg gesperrt. Einwandfrei, alles richtig. Du weißt ja schon fast so gut Bescheid wie ein Verkehrspolizist. Klicke auf den Pfeil, damit wir auf die Kreuzung zurückkehren. Puh, da bin ich aber froh, dass es bei uns keine Krokodile gibt. Aber so ein Schild mit einem Krokodil darauf sieht trotzdem lustig aus. Mir ist das mit dem Känguru lieber. Schade, dass ich in kein normales Auto reinpasse. Ich würde zu gerne wissen, wie der Verkehr vom Platz eines Autofahrers aussieht. Och, das kannst du trotzdem, auch wenn du nicht vor dem Lenkrad sitzt. Sieh mal her. Siehst du die Knöpfe unten am Fernseher? Klicke einen an. Dann kannst du einen Film sehen. So sieht dich ein Autofahrer, wenn du einfach irgendwo, wo Autos parken, über die Straße gehst und nicht Ampel oder Zebrastreifen benutzt. Er rechnet nicht mit dir und erkennt dich zu spät. Und es kann leicht ein Unfall passieren. Der Fahrer schaut durch seine Windschutzscheibe und sieht, dass die Kinder ihren Ball verloren haben. Er ist aus Versehen auf die Straße gerollt. Die Kinder verhalten sich richtig. Sie rennen ihm nicht einfach hinterher. Sie bleiben stehen und warten, bis das Auto vorbeigefahren ist. Das rote Männchen leuchtet. Die Fußgänger bleiben am Straßenrand stehen und warten. Siehst du? Jetzt leuchtet das grüne Männchen. Die Fußgänger können jetzt losgehen. Alle Autos warten, denn das rote Licht leuchtet. Jetzt ist das gelbe Licht angegangen. Die Autos machen sich bereit. Und nun leuchtet das grüne Licht. Alle brausen los.
So sieht eine Ampel für Fahrradfahrer aus. Alle Fahrräder warten hintereinander in einer Reihe auf dem Fahrradweg. Da erscheint das gelbe Licht, wie bei einer Autoampel. Die Fahrradfahrer steigen auf ihr Fahrrad und schon ist es grün und sie treten kräftig in die Pedale. Du weißt doch noch, Kinder unter 10 Jahren brauchen die Fahrradampel noch nicht benutzen. Sie dürfen mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren. Otto, dein T-Shirt leuchtet ja. Ja, Benjamin, jetzt geht es los. Jetzt spielen wir zusammen ein Spiel. Siehst du Otto am unteren Bildrand? Er will zu seinem Freund Benjamin. Nimm deine Maus und zeige ihm den richtigen Weg. Klicke die Kreise auf dem Fußweg an und führe Otto sicher zu Benjamin. Stopp! Die Ampel steht auf Rot. Du weißt doch, man darf nur bei Grün über die Straße gehen. Halt! Hier kannst du doch nicht rüber. Hier gibt es keine Ampel und keinen Zebrastreifen. Genau richtig. Eine grüne Fußgängerampel macht den Weg frei. Das ist ein guter Weg. In der Spielstraße fahren alle Autos sehr langsam und achten auf die Kinder, die hier spielen. Ja! Mit einem Zebrastreifen kommst du sicher ans Ziel. Genau richtig. Eine grüne Fußgängerampel macht den Weg frei. Genau richtig. Eine grüne Fußgängerampel macht den Weg frei. Ah, das ist ein Park. Hier kannst du gemütlich spazieren gehen, weil Autos im Park nicht fahren dürfen. Halt! Hier kannst du doch nicht rüber. Hier gibt es keine Ampel und keinen Zebrastreifen. Ja, mit einem Zebrastreifen kommst du sicher ans Ziel. Jetzt hast du einen Weg gefunden, der extra für Fußgänger ist. Prima! Stopp! Die Ampel steht auf Rot. Du weißt doch, man darf nur bei Grün über die Straße gehen. Tada! Hurra! Du hast es geschafft! Ich bin richtig stolz auf dich. Wenn du das Spiel noch einmal spielen willst, klicke auf Otto. Ja, was man so alles beachten muss, wenn man unterwegs ist, ganz schön viel. Aber man kann sich ja Zeit lassen. Das Wichtigste ist, wenn du auf die andere Straßenseite willst, gehe immer an einer Ampel über die Straße oder suche dir einen Zebrastreifen. Vergiss dabei nie, nach links und rechts und wieder nach links zu schauen. Dann kann gar nichts passieren. Und du darfst nie auf der Straße spielen. Nur in der Spielstraße. Oder im Park oder im Garten. Oder du spielst im Zoo mit Benjamin. Tada! Weißt du was, Benjamin? Ich habe jetzt richtig Lust, spazieren zu gehen.
Mal sehen, was es alles für Verkehrsschilder in Neustadt gibt. Und wie viele Zebrastreifen. Und ob die Kinder auch alle richtig ausgerüstet sind. Oder was es noch für Katzenaugen gibt, außer Löwen und Blümchen. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ich muss nämlich auch weiter. Ich habe noch viel zu tun. Danke, Herr Wachsam, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Aber das gehört doch zu meinen Aufgaben, Kindern den Straßenverkehr zu erklären. Wenn ihr wieder einmal Fragen habt, kommt mich doch einfach besuchen. Hey, vielleicht haben deine Eltern gerade Zeit, mit dir rauszugehen. Dann kannst du ihnen alles zeigen, was du hier gesehen hast. Und wenn nicht, dann guck mal in das Buch mit den Tipps und Tricks. Da gibt es viele tolle Sachen zum Ausmalen und zum Spielen. Vielleicht willst du dir auch noch mal was anschauen. Dann klicke darauf.